Alles klar, fangen wir an. Ich möchte gerne einen kleinen oder größeren Vortrag zum Thema Quanteninformation und mögliche Anwendung der Kommunikationstechnik halten. Wie man dem Titel entnehmen kann, oder auch dieser Folie, habe ich das für die Nachrichtentechnik schon mal gehalten. Das ist mein Seminarvortrag und ich dachte, ich kann das, was ich da jetzt gelernt habe, auch an euch weitertragen. Und ich würde das, also es wird ein bisschen länger dauern, ein bisschen theoretisch werden. Und wenn ihr irgendwas irgendwo nicht mitkommt, eine Frage habt, was nicht verstanden habt, ich versuche den Kram sehr bildhaft trotz der Theorie darzustellen und gerne um mich unterbrechen. Diesmal habe ich keinen Zeitdruck, kein Zeitlimit, deswegen nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, sozusagen. Doch, wir gehen irgendwann Ja, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Also es sind halt keine 20 Minuten, die ich irgendwie, in der ich Leuten Quanteninformationen erklären muss. Ja, was möchte ich euch erklären? Also erstmal möchte ich, hier fehlt irgendwie eine Folie, irgendwie, ne? Ja, die Folie fehlt mir. Also erstmal möchte ich gleich das Thema so ein bisschen motivieren. Was ist eigentlich, was ich gleich erzählen möchte, so inhaltlich? Was ist die große Idee der Quanteninformatik? Dann möchte ich die Grundlage, was ist ein Qubit im Vergleich zum Bit? Und wie kann man jetzt mit so Quantengates und Qubit eigentlich manipulieren und wie unterscheidet sich das jetzt vom klassischen Bit? Und dann möchte ich eigentlich auch schon direkt in die Quantenkommunikation einsteigen. Ich möchte jetzt nicht groß in die fiesen, komplizierten Quantenalgorithmen reingehen, sondern eher überlegen, wie sieht jetzt so ein Quantenkanal aus im Vergleich zum klassischen Kanal und dann zwei Quantenkryptoprotokolle vorstellen, beziehungsweise genauer zwei Quantenschlüsselaustauschprotokolle. Ja, soweit der große, grobe Ausblick. Und dann möchte ich einsteigen. Die ganz, ganz simple Idee, wie man sich denken kann, der Quanteninformatik ist, dass wir einen Computer bauen, der sich quantenphysikalische Eigenschaften zunutze machen kann. Das heißt, einmal kennt man vielleicht das Konzept der Schrödingers Katze. Wir haben so ein Vieh, das ist gleichzeitig lebendig und tot, solange wir nicht nachschauen in die Box. Das nennt man Superposition. Und es gibt auch das Konzept der Verschränkung, das werden wir nachher auch in einem der Protokolle brauchen. Das heißt im Groben, dass zwei Zustände, also dass mehrere Quantenzustände miteinander verschränkt sind und wenn ich im einen nachschaue, dann kenne ich ohne nachzuschauen auch das Ergebnis des anderen. Das ist so eine ganz, ganz große Zusammenfassung der Verschränkung. Und was damit Quantencomputer können? A, können wir, es gibt so spezielle klassische Algorithmen. Je nach Problemstellung kann ich da bis zu exponentiell schneller werden. Was man vielleicht, wenn man so ein bisschen Literatur dazu gelesen hat, weiß, es gibt zum Beispiel die Faktorisierung von Zahlen. Da hat der gute Herr Shor einen Algorithmus geschrieben, der das nicht mehr exponentiell macht, wie man das eigentlich mal für die Kryptographie angenommen hat, für RSA oder so, sondern das plötzlich in, oh Gott, was war die Laufzeit, O von N oder so, also unglaublich schnell. Unglaublich schnell. Es ist halt richtig krass. Und das andere, und das ist, was uns heute mehr bewegt, wir können in einem Kommunikationskanal, wenn ich jetzt mit irgendjemandem chatte oder so, können wir sofort erkennen, wenn jemand uns zuhört. Das ist die Idee. Das ist was nachher auch unsere Protokolle machen. Und ich möchte so ein bisschen ganz kurz mal sagen, was so im letzten Jahr passiert ist, beziehungsweise dieses Jahr, weil die Quantenformatik ein sehr aktuelles Thema ist. Zum Ersten wurden in den letzten Jahren die ersten programmierbaren Quantencomputer gebaut. Was heißt dieses mysteriöse Wort? Man kennt vielleicht Turing-Vollständigkeit, also ein bisschen das Ding für Quanteninformatik. Also ein Quantencomputer, der irgendwelche beliebigen Quantenalgorithmen ausführen kann. Und das sehen wir nachher, ist gar nicht so trivial. Und man hat die ersten Quantencomputer, die so seit 1995 wurde ungefähr das erste Quanten-Minimal-Ding gebaut, hat man immer sich so gewisse Constraints gesetzt, um das Bauen von so einem Computer leichter zu machen. Und erst jetzt 2016 habe ich ein Paper gesehen, wo der erste wirklich rein programmierbare, skalierbare Quantencomputer vorgestellt wurde. Der hatte dann 5 Qubits, hey. Aber der konnte dann tatsächlich alles machen. Da haben sie auch ganz viele verschiedene Algorithmen vorgestellt, die sie implementiert haben. Dann, da habe ich selber Zugriff drauf, Achtung, Trademark und Product Placement. IBM hat einen coolen Quantencomputer gebaut und in ihre Cloud gestellt. Ich habe selber Zugriff darauf und wenn jemand nachher nochmal Interesse hat oder so, können wir uns das gerne mal anschauen, wie man da so eigentlich einen Quantenalgorithmus jetzt zusammenklickt und auf dem Quantencomputer von IBM ausführen kann. Das funktioniert in der Tat. Und die EU hat ein Forschungspaket jetzt gerade im Mai vorgestellt über 1 Billion US-Dollar, die sie in Quantencomputer stecken wollen. Oder ein bisschen andere Quanteninformatikkram und Dinge. 1 Milliarde, sorry. Ja, 1 Billion. 1 Billion. 1 Billion US-Dollar in Quantencomputer. Und da kommen dann so Wörter vor wie: Wir möchten das Quanteninternet haben, was ein sehr dubioser Begriff ist. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Alles klar.
Genug der Witze, wir müssen leider jetzt in die Theorie einsteigen. ihr kennt aus der klassischen Informatik so einen Bit. Das ist 0 oder 1, voll oder leer. In der Quanteninformatik beschreiben wir das als zwei Vektoren. Der 0-Vektor hat oben eine 1, unten eine 0 und der 1-Vektor, wer hätte es gedacht, oben eine 0 und unten eine 1. Und diese tolle Schreibweise mit dem Strich an der linken Seite und der spitzen Klammer an der rechten, das nennt man CAT. Das ist so aus der Physik und das wird uns jetzt gleich ein bisschen begleiten, denn diese 0 und 1, das sind die sogenannten Reihenzustände eines Quantenteilchens. Das können wir uns so ein bisschen vorstellen, wenn wir so ein Teilchen haben, was sich dreht. Wenn wir, das könnte sich so im Uhrzeigersinn drehen oder gegen den Uhrzeigersinn. Das sind binäre Informationen, die kann ich mit 0 oder 1 darstellen. Und jetzt denken wir nochmal an die Schrödingers Katze. Das kann natürlich auch beides gleichzeitig sein, solange wir nicht nachschauen, solange wir nicht messen, dreht sich dieses Teilchen in beide Richtungen gleichzeitig. Und das drückt sich in diesem CAT, in diesem Vektor aus, durch zwei komplexe Zahlen, die wir als Linearkombination von 0 und 1, also wenn wir uns nochmal ganz kurz die Vektoren anschauen, an die Mathematik zurückgedacht, wenn wir einen zweidimensionalen Raum haben, sind diese beiden Vektoren unsere Einheitsvektoren, mit der wir alle Vektoren darstellen können. Und das können wir hier wieder sehen, wir können mit dieser 0 und dieser 1 jeden beliebigen Quantenzustand unseres einem Qubit darstellen. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie wahrscheinlich bin ich denn jetzt eine 0 oder eine 1, kann man sich auf so einer Kugel vorstellen. Und ein Qubit ist nämlich ein Vektor in dieser Kugel, der normalisiert ist. Das heißt, wir haben die beiden komplexen Zahlen, beide einen Betrag zum Quadrat summiert, das ist, wie man einen Vektor jetzt den Betrag nimmt, das muss gleich 1 sein. Und wenn wir uns dann diese Kugel anschauen, also, jetzt mal mit der Maus hier, hier oben haben wir den Zustand 0 und hier unten haben wir den Zustand 1. Das sind die wir eben hatten. Also quasi, wenn ich hier oben bin, dann drehe ich mich gerade mal, wir haben eine Kugel hier gerade, dreht sie sich vielleicht so rum und wenn wir unten bei der 1 sind, dreht sie sich halt andersrum. Und wenn ich jetzt genau in der Mitte bin, dann bin ich gleich zufällig eine 0 oder eine 1. Also wenn ich dann messe, dann ist mein Quantenzustand wie eine 0, 1 zu fallen oder eine 0, aber es wird sich, also ich kann dann immer wieder messen, es wird dabei bleiben, es wird sich nicht wieder ändern. Also einmal gemessen ist der Quantenzustand hin. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich hier oben irgendwo bin, also zum Beispiel der Vektor, wie er hier gerade ist, dieser rote Vektor, und ich da messe, ist der sehr wahrscheinlich eine 0. Er kann eine 1 sein, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Er ist ja ganz schön weit weg, also das kann man sich ganz schön bildlich vorstellen mit dieser tollen Kugel. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit drückt sich bei diesen komplexen Zahlen eben genau durch diesen Betrag zum Quadrat aus. Damit können wir feststellen, aha, ich habe meine erste komplexe Zahl ist die, nehmen wir mal einen Betrag zum Quadrat, dann weiß ich, wie wahrscheinlich es ist, jetzt eine 0 oder eine 1 zu messen. Um dieses Bild nochmal kurz anzuschauen, der gescheite Mathematiker mag bemerken, dass wir eigentlich ja zwei komplexe Zahlen haben, das sind vier Informationen und wir haben jetzt eine dreidimensionale Kugel, die sogar durch zwei Winkel lässt sich anscheinend dieser Vektor darstellen. Warum funktioniert das? Zum einen, der Vektor ist normiert. Eine Information haben wir abgeschnitten, weil der eine einheitliche Länge hat. Der kann nicht, also da haben wir schon mal nur noch drei Dimensionen. Und das zweite ist, es gibt die sogenannte globale Phase, die wir ignorieren. Das ist Quantenmagic. Sage ich einfach mal so. Also, das ist, ich habe auch noch nicht so viel dazu gefunden, was diese globale Phase genau sein soll, aber alle sagen, die ignorieren wir und deswegen reicht es mit zwei Winkeln zu sagen, das ist unser Qubit. Ja, aber, ja? Bedeutet das nur, dass wir quasi Rotationssymmetrie im Gesamtding ignorieren? Also, anstatt, also der Wert könnte ja auch, also wenn wir jetzt annehmen, alle ja 30 Grad gedreht, ist es halt genauso wie vorher. Ja, das ist richtig, das klingt sinnvoll, ja. Aber wir merken uns einfach diese Kugel, damit kann man ganz gut zum Ziel kommen, so. Achso, die grobe Idee. Jetzt wollen wir halt für einen Quantencomputer nicht nur ein Qubit betrachten. Mathematisch funktioniert jetzt so ein Zusammenschalten von mehreren Qubits mit einem Tensorprodukt. Das tut nichts anderes, als jedes Element des ersten Vektors mal dem gesamten zweiten Vektor zu nehmen. Und für so zwei Qubits drückt sich das eben als diese vier Einheitsvektoren des vierdimensionalen Raums auf. Und unser Qubitraum, der wächst exponentiell. Also wenn ich jetzt drei habe, das ist genauso wie mit Bits. 2 hoch 3 sind 8, 2 hoch 4 sind 16 und so weiter. Also entsprechend schnell wächst hier mein Vektorraum, den ich habe, der mein Ding beschreibt. Und für zwei Qubits gibt es dann auch keine tolle Kugel mehr. Also es gibt zwar schon so eine Blochkugel, aber die ist dann leider vierdimensional. Das ist nicht mehr so toll mit der Vorstellung. Aber man kann sich trotzdem so ein bisschen mit diesen Vektoren vorstellen. Und wenn man im Kopf behält, eigentlich ist das so eine Kugel mit so einem Vektor drauf. Man kommt echt gut zum Ziel. Gut, schauen wir uns an. Wie kann man jetzt so einen Vektor manipulieren? Wir hatten gerade Winkel und wenn ich es drehe, ist mit dem gleichen Winkel, ist das gleich. Also man sieht schnell, ich will den Vektor drehen, wenn ich ihn manipulieren möchte. Ich möchte ihn vielleicht nach hier links verschieben, ich möchte ihn nach unten drehen.
Und das ist genau, was ein Quantengate tut. Es ist ein Quantengate, das ist nichts anderes als so eine Rotationsmatrix auf der Blochkugel. Und wichtig ist dabei für den Quantencomputer, und das ist jetzt so für den Informatiker sehr erstmal nervig eigentlich, jedes Quantengate muss umkehrbar sein. Wenn wir uns so ein klassisches Und anschauen. Wenn ich bei einem Und eine 0 am Ende rausbekomme, ich habe ein erstes Bit, ein zweites Bit, mache ein Und, verunde das und kriege eine 0 raus, dann weiß ich nicht, welche Startzustände ich hatte. Hatte ich eine 0, eine 0, eine 0, eine 1 oder eine 1, eine 0. Alles drei mögliche Startzustände, die auf eine 0 hinausführen, weil nicht beide wahr waren. Das heißt, ich kann am Ende nicht aus meinem Output lesen, was der Input war, ich kann dieses Gate nicht umdrehen, das klassische End geht in dieser Form nicht in der Quanteninformatik. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Es gibt Lösungen dafür, wie man das anders macht, aber es ist halt, man muss sich erstmal an neue Gates und neue Grundlagen gewöhnen. Aber was zum Beispiel geht, sind einfach erstmal ganz stumpf eine Achse nehmen und um 180 Grad drehen. Also wenn ich jetzt hier die 0 habe, ich nimm mal die X-Achse, drehe die um 180 Grad, wupp, lande ich bei der 1. Wie ein Not. Also ich drehe meinen Qubit einfach um. Und bei der Y-Achse sehen wir, passiert genau das gleiche. Ich drehe es nur hier hinten rum. Das würde sich auf diesen Winkel hier auswirken, nicht aber auf meinen 0 oder 1. Also Y- und X-Gates, die nennt man übrigens Pauli-Gates, diese X-Y-Z-Gates, die rotieren einfach einmal um 180 Grad. Relativ simpel. Dann gibt es dieses sogenannte Hadamard-Gate, das sieht hier ein bisschen kryptisch aus. Das führt eine Drehung, die wir gleich nochmal besser sehen können. Und dann landen wir genau hier auf der X-Achse. Das ist dann genau unsere gleich verteilte Superposition, die ich vorhin meinte. Wenn ich auf dieser gestrichelten Linie bin, jeder Vektor, der da liegt, ist gleich wahrscheinlich eine 0 oder 1. Auch eine wichtige Erkenntnis, es gibt ganz viele Quantenzustände, die gleich wahrscheinlich eine 0 oder 1 sind, aber trotzdem verschieden. Also ob der Vektor hier liegt oder da liegt, die sind beide gleich wahrscheinlich eine 1, haben aber eine andere Phase. Und das ist, wie viele Quantenalgorithmen nachher funktionieren, durch diese Phase, die man nutzen kann. Und was auch interessant ist, es gibt ein unterschiedliches Ergebnis, ob ich Hadamard mit einer 0 mal nehme oder mit einer 1 mal nehme, also auf einen 0-Zustand oder eine 1-Zustand ausführe. Bin ich im 0-Zustand, lande ich hier vorne bei unserem 0 plus 1. Bin ich im 1-Zustand und mache ein Hadamard, lande ich genau auf der anderen Seite, 180 Grad gedreht und habe hier das Rücksicht hier durch ein Minuszeichen, ein anderes Vorzeichen, oder auch einfach 180 Grad Phase, was genau Pi ist. Und dadurch habe ich auch eine Basis dieser Kugel. Also wir konnten ja vorhin alle Zustände durch eine 0 und eine 1 darstellen, weil die genau gegenüber liegen. Und genauso geht das mit diesem 0 plus 1 und 0 minus 1. Und das brauchen wir auch nachher für unser Quantenprotokoll. Und es gibt noch ein letztes Gate, das will ich der Vollständigkeit halber mal drin haben. Wir können jetzt auch zwei Qubit-Operationen sehen. Und hier sehen wir so einen klassischen Trick, wie man so eine klassische Operation wie das XOR, was ja das gleiche Problem wie das UND hat, XOR, wenn ich da eine 1 oder eine 0 rausbekomme, gibt es in die beiden Fällen zwei mögliche Ausgangszustände, was eine 0 oder eine 1 war. Und das können wir so lösen, indem wir unseren oberen Input unverändert durchlassen und den unteren, da machen wir unser XOR. Aber wenn wir das X kennen und das Ergebnis von Y, XOR, X, können wir auch Y wieder schlussfolgern. So kann man zum Beispiel dieses Problem mit der Umkehrbarkeit lösen, hat natürlich entsprechend größere Gates. Ja. Jetzt möchte ich ganz kurz mal raustappen, um diese Gates ein bisschen besser darstellen zu können. Wo habe ich es denn? Ne? Da. Und zwar, hier haben wir nochmal so eine Kugel, die ist leider nicht ganz so cool sichtbar, glaube ich, oder? Mit der Erdkugel ganz gut vorstellbar, wir haben unten den Südpol, oben den Nordpol. Unser roter Pfeil hier ist unser Vektor. Und hier haben wir die X-Achse, die Z-Achse und die Y-Achse. Und wir haben hier diese grünen und blauen Ringe und da wird gleich noch ein gelber auftauchen, glaube ich, weil da die Z-Achse gelb ist. Das sieht man nur nicht, weil da der rote Pfeil drauf ist. Ja, doch, hier oben sieht man es. Die sagt uns, wenn ich jetzt, eben haben wir ja immer überlegt, 0 und 1 sind die Z-Achse. Aber wir haben eine Kugel, ich kann die drehen und einfach meine Achse ja beliebig wählen. Und wenn ich jetzt eben an der Z-Achse messe, dann sehen wir jetzt gerade den gelben Kreis nicht. Aber dann sind alle Vektoren, die auf dieser gelben Kreis liegen, sind dann gleich wahrscheinlich. Oder wenn ich an der X-Achse messe, sind alle, die auf dem grünen Kreis hier liegen, sind alle gleich wahrscheinlich. Und entsprechend, wenn ich an der blauen Achse messe, sind alle, die an der blauen, auf dem blauen Kreis liegen, gleich wahrscheinlich. Also diese gleich wahrscheinliche Superposition. Und jetzt wollen wir mal anschauen, was passiert hier. Jetzt wird einmal kurz der Vektor. Zack. Das wollte ich
Pausieren. Was wir gerade gesehen haben, das war effektiv ein Hadamar angewendet. Eben hat er kurz gesehen, 0 und 1 sind unsere klassischen Zustände. Und Hadamar dreht hier so toll genau auf die X-Achse drauf. Das ist der Hadamar Plus, das positive Vorzeichen, was wir eben hatten. Wenn wir jetzt weitermachen, Hadamar Minus ist genau die andere Seite. So. Jetzt fängt er, glaube ich, gleich nochmal im... Genau, jetzt fängt er nochmal 0 zustande. Jetzt machen wir mal ein Pauli-Gate. Zack, einmal 180 Grad um die X-Achse gedreht. Hier hinten ist die X-Achse, haben wir gesehen, einmal hier rumgedreht. War genau ein Not. Nochmal zurück. Und jetzt machen wir mal ein Hadamar von da aus. Landen wieder bei dem X. Machen Y, drehen uns einmal hier rum, landen genau auf der anderen Seite. Ein Z dreht uns wieder dahin. Also hier, finde ich, kann man sehr gut sehen, was ist eigentlich ein Quantengate. Das ist wirklich nicht mehr als diesen Vektor nehmen und ein bisschen rotieren. Gibt es dazu Fragen? Soweit ganz gut? Oder habe ich alle abgehängt und ihr startet mich schon mit großen Fragezeichen an? Ist gar nicht mal anfangen will. Das heißt, ich kann jedes Gate, das ich bauen möchte, im Zweifelsfall umkehrbar machen, indem ich genügend Output-Buffers zur Verfügung habe. Richtig. Kann. Richtig. Im groben Ja. Das ist ganz schön schwierig, wenn dadurch deine Matrix verlaufen ist. Eben, weil das ist das Problem. Je mehr Qubits, deswegen, du hast ja nicht dann 2, 4, 6, 8, sondern du hast 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Mit jedem Qubit, den du mehr in deinem Gate drin haben willst, wird deine Matrix einfach riesig größer. Das hatten wir ja, wenn du jetzt 3 Qubits hast, hast du ja ein System von 8 verschiedenen Zuständen. Entsprechend hast du 8 Einheitsvektoren. Du hast ja 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 und so weiter. Die ganzen Möglichkeiten. Und das alles, da brauchst du für jeden Einheitsvektor. Entsprechend hast du einen 8-dimensionalen Raum. Schon für 3 Bits. Das ist halt, entsprechend wird es größer. Wobei du halt, also bei einem klassischen Gate, wo habe ich es jetzt da, hast du, wie sieht man hier, auch sehr viele Nullen, ne? Da passiert halt nicht viel. Wir hatten vorhin dieses Turing-vollständige, also diese universellen Quantencomputer. Um hier vielleicht ganz gut mal darzustellen, was ist ein universeller Quantencomputer? Ein universeller Quantencomputer muss A, beliebige Rotationen durchführen können. Also mit den Gates, die ich gerade vorgestellt habe, kann ich keine beliebigen Rotationen durchführen. Ich kann um 180 Grad eine der Achsen hier drehen und ich kann hier diese Hadamard-Drehung machen, die sich durch ein bisschen speziellere Pi-Ausdruck, aber das ist halt auch keine, damit kann ich noch nicht jede beliebige Drehung durchführen. Das heißt, das ist das Erste, was wir haben müssen. Und das Zweite, wenn wir jetzt so ein System von Qubits haben, muss ich jedes Qubit mit jedem beliebigen verarbeiten. Also ich kann das allererste und das allerletzte in meiner Reihe auf dem Computer quasi, wenn ich auf Platine oder wo auch immer vorstellen würde, ich hätte jetzt einen Qubit neben dem nächsten aufgereiht, dann muss ich jede beliebige Kombination von 2 Qubits da Operationen ausführen können. Und das war zum Beispiel eine Constraint, die man sich gerne gesetzt hat, weil das relativ schwierig war, dass man sagte, okay, ich habe meine Qubits jetzt nebeneinander und ich kann immer nur Benachbarte ansprechen. Und dann habe ich halt nicht direkt einen universellen Quantencomputer. Ich kann damit auch schon fast alles machen, aber entsprechend langsamer. Das ist auch so ein Problem, was viele Quantencomputer hatten. Gut. Zurück zum Vortrag. Normalerweise würde ich jetzt auf einen Algorithmus eingehen und die Maus runterschmeißen. Das dachte ich mir, spare ich mir mal, weil Quantenalgorithmen dazu neigen, sehr mathematisch zu werden. Und dachte mir, euch interessieren vielleicht mehr Quantenkommunikation und Quantenkryptographie. Modelle. Und dann schauen wir uns mal so einen Quantenkanal an. Was passiert da eigentlich? Das ist ein sehr, sehr einfaches Modell hier. Aber was passiert hier? Wir bekommen hier so eine Nachricht M rein. Die müssen wir in reine Zustände encodieren. Was heißt das? Wir haben wieder solche Basen, wie wir vorhin hatten mit der 0 oder 1. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel nicht binär, sondern in 4 Zustände encoden wollen, hatten wir vorhin diese 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1, die 4 Basisvektoren im vierdimensionalen Raum. Aber wir beschränken uns mal auf binäres Codieren. Dann haben wir eine 0 und eine 1 zum Beispiel. Dann wird das über einen Quantenkanal geschickt. Bob erhält hier, also Alice schickt das los, Bob erhält dann mit ein bisschen Rauschen vielleicht ein paar verzerrte Zustände, manche bleiben im Originalzustand und kann das dann dekodieren, indem er auch eben diese Nullen und Einsen misst. Und vielleicht, um mal sich über zu überlegen, wie wird das verschickt, beispielsweise kann man Photonen nehmen und da polarisieren. Und durch diese Polarisation ist tatsächlich ein Quanteneffekt, den man messen kann. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie ich eben, dann kann ich horizontal polarisieren und dann kann Bob das messen, wie das polarisiert ist. Jetzt haben wir natürlich das Problem, ich hatte eben erwähnt, jetzt gibt es diese Basis in der Bloch-Sphäre oder diese hier oben, die Z-Achse, und man kann sich vorstellen, egal, solange ich 2 gegenüberliegende Zustände nehme, ist es eine Basis in dieser Kugel. Das heißt, ich kann irgendeine Basis nehmen zum Encodieren,
Das ist eigentlich erstmal ganz schön. Das Problem ist, dass beide Seiten die gleiche Basis nehmen müssen. Sonst haben wir ein Problem. Weil nehmen wir mal an, ich denke mir jetzt, oh, die Z-Achse ist ganz cool, die nehme ich mal zum Encodieren, habe hier oben meine 0 und da unten meine 1, aber Bob denkt sich, ich nehme mal die X-Achse, weil ich die mehr mag. Und dann ist jede 0 und jede 1, die ich encodiere, ist für Bob halt eine Superposition, die gleich zufällig eine 0 oder eine 1 ist. Der kann mit meinen Signalen nichts mehr anfangen. Das ist halt kacke. Und das ist die Methode, wie wir nämlich jetzt gleich Lauschangriffe feststellen möchten. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal erstmal kurz anschauen, was passiert, wenn wir jetzt den Lauscher haben im Quantenkanal. Ja, wenn wir immer die gleiche Basis nehmen, immer die X-Achse nehmen, alle die gleiche Basis, dann kann Eve, wenn der Eve das weiß, der Eavesdropper, nimmt die einfach auch und da passiert nichts. Der misst hier, kriegt das Signal, schickt Bob das weiter, kein Problem. Solange der Rauschfaktor nicht zu groß ist, also wenn wir jetzt der Fehler durchs Rauschen nicht zu krass ist, bemerkt man das überhaupt nicht. Dagegen gibt es dieses sogenannte BB84-Protokoll, das ist das erste, was ich betrachten möchte, bei dem sich Bob auf zwei verschiedene Basen einigen. Zum Beispiel eben diese Basis, die Z-Achse und die X-Achse, könnten wir nehmen. Und dann fangen sie an und Alice schickt zufällige Bitfolge, also sie erstellt eine zufällige Bitfolge für einen Key. Also Alice will sich mit Bob auf einen geheimen Key einigen und möchte feststellen, ob hinterher jemand gelauscht hat. Und dafür erstellt sie eben so eine zufällige Folge. Und beim Encoding, also wenn sie dann anfängt, diese Nachricht, diese ganzen Bits zu schicken, wählt sie jedes Mal für jeden einzelnen Bit eine zufällige Basis. Also der erste Bit sei zum Beispiel eine 0 und der denkt sie sich mal mit der Z-Achse, der zweite ist auch eine 0 und dann nimmt sie die X-Achse, für den dritten nimmt sie auch die X-Achse, was eine 1, ist dann der da hinten und für den nächsten ist eine 1, nimmt sie aber wieder die Z-Achse und so weiter. Immer zufällig. Und Bob genauso, der nimmt auch immer zufällig eine von beiden Basen her, wechselt da hin und her. Und man kann sich jetzt schon denken, dass da relativ viel Crap bei rumkommt. Entsprechend müssen wir hinterher natürlich auch einen Teil der Ergebnisse vergleichen. Das ist die grobe Idee. Dann schauen wir uns mal das an, wie das im Modell aussieht. Wir haben jetzt Alice, die hat ihre Bit-Sequenz, die sie anfängt zu shaken, in einzelne Signale, die sich durch so ein Cat Nullen und Einsen ausdrücken, also unsere Zustände, gehen hier in den Kanal rein, werden leicht verzerrt und Bob bekommt mit einem leichten Fehler den Kram, plus halt den ganzen Messfehler. Was passiert jetzt, wenn Eve sich da reinschaltet? Okay, Eve bekommt hier dieses Signal, das leicht verzerrt ist vom Kanal, und versucht das zu messen. Eve kennt jetzt aber nicht die Basen, die benutzt wurden. Weil Alice ja, sie kennt Alice ja selber nicht mal, also sie kann sie mitzeichnen, aber weiß sie ja vorher auch nicht, weil die zufällig gewählt sind. Das heißt, Eve muss auf gut Glück irgendeine Basis nehmen und messen. Dadurch haben wir einen riesigen Fehler, und den bemerken wir hier. Aber Eve, aber das Problem ist auch, was an der Stelle essentiell ist, Eve kriegt das selber gar nicht mit. Wenn ich messe, bekomme ich eine 0 oder eine 1. Ich sehe nicht, dass ich die falsche Basis genommen habe. Weil, und das ist ja hier, ich messe jetzt zum Beispiel auf der X-Achse. Und es hätte sein können, dass Alice auch gerade die X-Achse genommen hat. Dann ist die 0 tatsächlich eine 0 vielleicht. Aber vielleicht hat Alice die Z-Achse genommen und ist einfach zufällig zu einer 0 oder 1 geworden. Aber ich bekomme trotzdem meine 0 oder 1. Ich bekomme jetzt nicht irgendwie eine 0,5 und kann dann feststellen, oh shit, das war die falsche Basis. Und das ist der entscheidende Faktor. Wenn jetzt dann nämlich, dass ich eben meinte mit Informationsaustausch, wenn jetzt die ganze Bitfolge rübergeschickt wurde, fangen Bob und Alice an, erstens ihre Konfiguration, wann haben sie welche Basis genommen, auszutauschen. Also Alice sagt, jetzt sagen wir mal, wir haben hier 1024 Bits rübergeschickt und es reicht jetzt zu sagen, wann habe ich die eine Basis genommen, weil dadurch automatisch klar wird, wann habe ich die andere genommen. Und jetzt sagen wir mal, vielleicht ganz simpel, ich habe die ersten 512 Bits, habe ich Basis 1 genommen. Dann sagt Alice entsprechend Bob, ja, die ersten 512 Basen habe ich Basis 1 genommen. Und Bob sagt aber, ich habe jetzt nur jede zweite Basis, jede ungerade Basis, habe ich die die eine Basis genommen. Und dann weiß man, okay, bei diesen Bits jeweils haben wir die gleiche Basis gehabt und bei anderen Bits haben wir die unterschiedliche Basen genutzt. Und mit diesem Wissen können wir den Kram, wo wir unterschiedliche Basen genommen haben, eh gleich wegschmeißen, weil da ist so ein großer Fehler drin, brauchen wir gar nicht betrachten. Aber bei den Basen, die wir beide gleich genommen haben, also da, wo wir beide auf der X-Achse zum Beispiel encodiert haben oder auf der Z-Achse, wo wir beide gleiche genutzt haben, da nehmen wir dann einen Teil der Nachrichten, nicht alle. Also nehmen wir an, wir haben jetzt 1024 Bits verschickt, davon haben wir 512 weggeschmissen, weil wir da unterschiedliche Basen haben. Haben wir immer noch 512, die übrig sind. Davon nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, 128, die wir austauschen. Das ist eine größtgenügende Stichmenge. Und die schicken wir rüber. Bob schickt seine 128, ersten 128 und Alice schickt die ersten 128. Und dann wird verglichen.
Und man schaut sich an, okay, wir kennen den Fehler des Kanals, den Kanal kennen wir. Und ist der Fehler, den wir bei unseren Nachrichten, also die Bob erhalten hat und die Alice losgeschickt hat, ist der Fehler der erwartete ungefähr, plus minus ein bisschen? Oder ist da dieser riesige Fehler durch Eve da? Wenn ja, können wir sofort abbrechen, können alles verwerfen, weil hat jemand zugehört, der Schlüssel ist nicht mehr geheim. Wenn nein, können wir aus den übrigen, die wir nicht ausgetauscht haben, unseren Schlüssel jeweils erstellen. Das ist die grobe Idee für den BBB 84. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich kann mir überlegen, wenn... Wir gehen jetzt davon aus, dass es nur ein passiver Angreifer ist, ja? Ja. Ja, Probleme des Modells will ich nachher betrachten. Ich möchte erstmal nur die Idee erklären. Welche Probleme diese Protokolle haben, da kommen wir später noch zu. Die sind nicht super. Das sind nur Ideen. Wir wollen jetzt ein anderes Protokoll sonst. Oder hast du noch eine Frage? Ja. Wir sind auch gleich soweit mit dem Problem. Ein anderes Protokoll basiert auf Verschränkung. Ich möchte einmal ganz kurz auch mal eingehen, was ist Verschränkung? Wir haben... Die kann passieren, dass Quantenzustände korreliert sind. Was heißt das? Wenn wir jetzt zwei Teilchen haben und beide haben einen Spin und ich kann diese Zustände jetzt korrelieren, sodass zum Beispiel das eine Spin immer links rumdreht und das andere rechts rum. Also der Gesamtspin muss 0 sein. Wenn ich jetzt auch vier Teilchen habe, kann es sein, dass zwei links rum, zwei rechts rum sich drehen. Dann ist auch der Gesamtspin 0. Das Interessante ist, wenn ich jetzt das eine messe und bekomme einen links rum Spin, weiß ich automatisch, ohne nachzugucken, dass das andere rechts rum spinnen muss, weil der Gesamtspin ja 0 war. Und das möchten wir uns im nächsten Protokoll zunutze machen. Bei dem Protokoll haben wir eine gemeinsame Quelle von so verschränkten Zuständen. Die schickt die einfach weg, ein Spin nach links, ein nach rechts. Ein Spin nach links, ein nach rechts. Und wenn dann wir messen, wird diese Verschränkung aufgehoben. Das heißt, beziehungsweise, dann ist ja klar, dass die beiden waren korreliert. Ich habe nur eins, das andere muss nur 0 sein. Wenn jetzt aber jemand in der Mitte sitzt und misst und das Signal weiterschicken möchte, ist ja das Signal, was er weiterschickt, nicht mehr mit meinem korreliert. Das ist die Idee. Der Rest funktioniert genau gleich. Und ich glaube, das wird gleich nochmal deutlicher, wenn ich das Modell nochmal aufmale, was übrigens auch sehr ähnlich aussieht. Wir haben diesmal eine gemeinsame Quelle, die hier nach links und nach rechts jeweils einen Qubit rausschickt, auch Nullen oder Einsen, und die sind korreliert. Das heißt, wenn das hier 0 ist, ist das andere 1. So. Und auch hier wieder nehmen Alice und Bob zum Messen beide zufällige Basen. Wechseln wieder zwischen zwei Basen hin und her. Und was dann passiert ist, dass wenn jetzt Eve versucht zu messen, muss sie ja eins der Signale abfangen. Es reicht eins von beiden, sind ja verschränkt. Und müsste dann das Gemessene weiterschicken. Und hier haben wir wieder den gleichen Fehler. Erstens, weil das, was hier weitergeschickt ist, ist nicht mehr mit dem korreliert. Vorher waren diese beiden sind verschränkt, aber das hier ist ein ganz neu erzeugtes Qubit, was gar nicht mehr in diesem System drin ist, was hier vorher erzeugt wurde. Das ist das erste quantenphysikalische Phänomen, was das Ganze kaputt macht. Und das zweite ist wieder der Messfehler, dass Bob eben zufällige Basen benutzt, die Eve auch nicht erahnen kann. Und der Rest wieder genau das gleiche. Wir tauschen wieder unsere Konfiguration aus und einen Teil der Nachrichten und können dann feststellen, okay, entweder haben wir bei gleichen Basen gleiche Ergebnisse, oder wir haben zu unterschiedliche Ergebnisse, da hat wohl jemand mitgehört. Das können wir wegschmeißen, das Ergebnis. Ja. Und wenn keiner zugehört hat, haben wir so wieder unseren Schlüssel, weil wir eben daraus, dass Bob hier eine 1 misst und er ausgetauscht hat, ja, bei meinem zweiten Bit habe ich jetzt die X-Basis benutzt und Alice auch die X-Basis benutzt, das ist also ein legitimer Bit und ich habe eine 1 gelesen, dann weiß ich, Alice hat eine 0 gelesen. Damit ist dann bekannt, welche Signale angekommen sind und daraus können wir wieder unseren Schlüssel bauen. Gut. Warum? Ach, Mensch. Dann bleibe ich bei der Folie. Ich wollte eigentlich eine leere Folie haben, auf der einfach nur steht Probleme und mal in den Raum fragen, was euch so einfällt. Vielleicht nochmal einen Schritt konzeptionell zurück. Wenn ich mir jetzt einen Schlüssel abgeleitet habe daraus, ja, mache ich die Kommunikation über den klassischen Kanal. Das heißt, ich benutze den Kanal nicht für die eigentliche Kommunikation. Ja. Die Idee ist halt, dass du jetzt nicht einen Schlüssel genommen hast, der auf Primfaktoren zum Beispiel, also auf großen Primzahlen beruft, weil dann so ein Shor daherkommt und das mit einem Quantencomputer nebenbei knackt. Okay. Sondern so hast du halt einfach eine völlig zufällige Zahl, die du nicht vermuten kannst. Mhm. Und die auch niemandem bekannt ist. Ja. Hm. Du hattest doch eine Idee, Vincent. Warum fragst du mich? Weil du dich eben gemeldet hast.
Ja, und ich hatte meine Frage bezog sich darauf, dass das Ding Man in the Middle war, ist in dem vorigen Protokoll. Also hier meinst du? Ja, nee, noch einmal doch. Ah, nee, doch, ja, genau, in dem. Wenn Eve da in der Mitte in beide Richtungen vorgeben kann, dass. Im Quantenkanal oder im klassischen Kanal? Im klassischen Kanal. Das ist tatsächlich das erste Problem, was ich, auf das ich gestoßen bin, als ich diverse Kram dazu gelesen habe, wo ganz viele meinten, die Annahme besteht erstmal darauf, dass Eve diesen Kanal nicht manipulieren kann. Und diese Annahme ist ein bisschen mutig, wenn man sagt, ja, wir brauchen Quantenprotokolle, weil die klassischen Protokolle ja alle geknackt werden können. Ja. Das ist so der erste Haken, den wir hier haben. Der klassische Kanal hier muss nur Broadcast raus. Genau. Der ist nur ein reines Öffentlichungskanal. Genau. Also du die Information beliebig replizieren potenziell und alles machen. Ja, also Eve darf den Kram auch mitlesen. Also dass Eve diesen Kram mitliest, in dem Moment im klassischen Kanal, ist uns völlig egal, weil wir ja durch unsere Ergebnisse, die wir austauschen, wissen, dass Eve da ist. Das Einzige, was Eve nicht machen darf, ist manipulieren. Ja, das ist immer noch eine ziemlich große Annahme. Ne? Ja, aber die hat man im zweiten Protokoll nicht, oder? Eigentlich auch, weil stell dir vor, hier, also in der Verschränkung sehe ich es schon, aber ich muss trotzdem meine Nachrichten austauschen, weil sonst kann ich nicht erahnen, was also der andere jetzt. Das ist ja nicht das gleiche Problem. Also, selbst wenn Eve das an der Stelle manipuliert, kriege ich das ja mit, weil Eve nicht die Bits einfach hat. Und ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, auch hier, also im davor im Protokoll auf jeden Fall wesentlich mehr. Aber auch hier gibt es Lücken. Hat jemand noch eine weitere Idee, was eine Lücke sein kann? Ja, der Algorithmus, welche Bits man denn nimmt oder nicht. Also ich könnte ja fies sein, nur die Bits, Man in the Middle, die ich gerade nicht zum Vergleich nehme. Richtig, wenn die Wahl bekannt ist oder sowas. Nee, also angenommen, wir machen es wirklich so, wir vergleichen die ersten 128 Bits und die nächsten 128 Bits. Die nehmen wir für Key Generation. Ah, wenn wir das immer so machen. Ja, genau. Ja. Und dann weiß ich, dann haben wir von vornherein verloren. Dann hast du genau. Also das gesamte Protokoll muss auf. Das Protokoll so 100% kennt, ne? Und ja. Erstmal darauf einigen, welche nimmst du jetzt, ne? Ja. Das Protokoll halten wir geheim, da kommen nie hinter. Ja. Ja. Kommen wir mal auf einen Fehler, der hier ein bisschen subtil versteckt ist, aber unglaublich groß ist und auch im Quanten von der EU behandelt wurde. Gehen wir auf die Fehler. Infrastruktur des Internets. Wenn ich von hier in die USA einen Kanal aufbaue, dann habe ich dazwischen einen Router, meinen Internet Service Provider, Frankfurt, den den Atlantik, das Transatlantikkabel, dann wird das in den USA wieder weiter gedingst und das muss alles irgendwie durchgehen. Also ich brauche einen direkten Link zu meinem Partner, sonst habe ich ein Problem, weil jeder in der Mitte, der mein Signal weiterleiten möchte, messen muss. Also quantentechnisch jetzt. Genau, quantentechnisch. Quantentechnisch. Ja, aber also, das ist Kram. Wir haben halt keine Quanten. Ja, die Sache ist, du musst eine Lösung dafür finden. Kann man Wellenphotonen polarisieren? Das ist doch schon. Ja, wobei, also die Literatur, die ich dazu gefunden habe, hat gesagt, ab 300 Kilometer haben wir ein Problem. Das macht es ziemlich unpraktisch für so große Kommunikation. Du nimmst Glasfaser, aber auch da, also ich habe halt verschiedene PhDs und anderen Kram. Ich habe mich in den Kram nicht so krass reingelesen. Ich meine, ich mache das jetzt seit zwei Monaten. Ich bin jetzt auch nicht der Nonplusultra-Experte. Aber da hieß es auch überall, ja, so ab 300 Kilometer haben wir ein Problem. Weiter kommen wir noch nicht. Also selbst wenn Glasfaser geht, bräuchte jede zwei Kommunikationspartner bräuchten einen eigenen Channel. Eben. Und das ist halt. Also, haben wir die Telefonnetze gebaut. Aber das ist doch nur eine. Nein, natürlich. Wir hatten die Handelung stellen. Ja, das meine ich ja. Ja, man kann es Circuit switchen, aber das ist halt. Ja, ah, nicht ja, okay. Ja. Du musst schon, also mechanisch Glasfasern von der Ausrichtung, ja, kann das Photon da weiterführen. Genau. Die Aussage ist nur, dass es technisch nicht absolut inkompatibel ist mit allem, was da ist. Ja. Was ist ich nicht klar, wie man Rauschen von leise Mithören unterscheidet. Das Problem ist, dass Eve beim Resending sich für eine Achse entscheiden muss, auf dem sie das Photon polarisiert. Sie kann das Photon resenden mit einem bestimmten Spin. Ich hätte gar nicht versucht zu resenden, sondern hätte versucht, die Photonen einfach zu klauen. Ja, du musst funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst einen Quantenzustand nicht kopieren. Du kannst Quantenzustände nur zerstören und wieder erzeugen. Ja.
Das ist ein Theorem, das hätte ich vielleicht vorhin einnehmen können. Du darfst keine Quantenzustände duplizieren. Das darf im Sinne von, die Physik macht das. Das Physik kriegt, genau. Sorry. Die Physik sagt nope. Ist halt so. Das Problem ist, Eve kann zwar aber nur entlang einer Achse. Nur entlang einer Achse und die ist halt nur zu einem Drittel richtig. Sie kann halt nichts weiterschicken und nicht umlügen. Genau. Doch, sie kann weiterschicken, aber sie hat ja nur selbst eine wahrscheinlich. Ja, genau. Also, ich kann dir da gleich auch mal, also habe ich jetzt leider nicht hier drin in der Folien, hätte ich mal aufnehmen sollen. Ich habe in dem Buch ziemlich genau die Fehlerrechnung dafür. Du hast einen quadratischen Fehler an der Stelle, weil einmal der Fehler auftritt, wenn Eve misst und beim Weiterkodieren, weil Bob wieder misst. Und du hast einen doppelten Messfehler drin. Und dadurch einen quadratischen Fehler, der wesentlich größer ist als das Rauschen, insofern, dass das Rauschen klein genug ist im Kanal. Das ist eine wichtige Sache. Beim Quantenkanal haben wir nämlich auch noch so eine Sache. Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen über Photonen verschicken. Ja, im Glasfaserkabel geht das, aber Wi-Fi, Quanten-Wi-Fi ist ein bisschen schwierig. Warum? Weil du... Ist auch nur Photonen, das hat Freude. Weil du keinen kontrollierten Kanal hast. Wenn ich hier durch... Und du hast eine unglaubliche Dekohärenz auch. Weil Quantenzustände haben das Problem, je mehr Umgebung da ist, mit der sie interagieren können, desto schneller zerfällt deine Superposition. Das ist der Grund, warum alle Quantencomputer bisher zum Beispiel im Vakuum sind und irgendwie auf Millikelvin laufen. Weil sobald du irgendwie höhere Temperaturen hast, zerfällt deine Superposition 0, nix. Das ist auch so ein Problem, was du hast. Also praktische Umsetzung. Und ich hatte vorhin die EU erwähnt, die irgendwie eine Billion US-Dollar da raushaut für Quantencomputer und Quanteninternet. Die EU kennt dieses Problem mit der Infrastruktur auch. Und die haben da so ein Konzept entwickelt, das nennt sich sogenannte Trusted Nodes. Oh. Dann sind ja alle Probleme gelöst. Ja, natürlich. Also, das war das, weshalb ich das aufnehmen wollte. Also, ja, es ist vielleicht ein lösbares Problem mit der Infrastruktur, aber man sollte sich bewusst sein, dass das, was da oben passiert, vielleicht nicht das Coolste ist, was gerade gewählt wird. Die Menschen machen sich allgemein ziemlich lustig über den EU-Antrag, das war so das... Aber ich meine, es gibt mit Schwantenverstärkungen, hätte ich vor zwei Jahren mal gesehen, also im Sinne von, wir können auf einer Glasfaser Nachverstärkung machen, ohne den Quantenzustand zu lesen. Ich habe da noch ein PhD rumliegen zum Thema Quantenrepeater, den ich noch lesen wollte. Zumindest teilweise. Aber das kommt dann vielleicht in einem späteren Vortrag oder so. Mal schauen, wenn er Interesse hat. Also mein Vortrag wäre an dieser Stelle eigentlich zu Ende. Ich wollte nur ein kurzes Fazit nochmal so ziehen aus dem gerade eben. Einmal die erste technische Hürde. Wir hatten vorhin schon das mit den universellen Quantencomputern. Ich hatte das eben mit dem Vakuum und Millikelvin. Und auch dieser tolle IBM-Quantencomputer, den ich vorhin jetzt erwähnt hatte, den wir uns auch gerne noch anschauen können, wenn Leute Interesse haben. Der hat 5 Qubits. Das ist halt so eine Hausnummer, die einfach, wenn ihr euch überlegt, wie groß so ein klassischer Computer ist, mit 5 Qubits kann ich, auch wenn ich exponentiell schneller rechne, trotzdem nicht weit rechnen. Und wir hatten auch dieses exponentielle Wachstum von Qubits. Also jetzt, wenn ich 5 Qubits sind ja schon 32 dimensioneller Raum, 6 Qubits sind dann schon 64 Dimensionen und so weiter. Das wächst exponentiell schnell und die technische Umsetzung ist genauso exponentiell schwierig. Aber nicht wegen der Physik, sondern nur wegen Engineering, oder? Wegen Engineering, ja. Ja, also, aber du musst das ja trotzdem irgendwie alles zusammenkriegen physikalisch, ne? Also ich bin jetzt auch kein Quantenphysiker, insofern kann ich das nur so mit dem, was ich gelesen habe, nehmen. Und es ist mal schauen, was in 20 Jahren ein Quantencomputer ist. Ja, wobei, also ich habe... Wenn ich mehr RAM speichern will, dann muss ich damit das immer noch genauso schnell ist wie vorher, halt irgendwie das auf die gleiche Fläche wie vorher kriegen. Und wenn das da so ist, aber ich würde sagen, die Physik sagt nicht, dass wir irgendwie eine Art exponentielles Wachstum entlang irgendeiner Ressource haben in Anzahl der Qubits. Im Prinzip, physikalisch gesehen, wächst man Ressourcenverbrauch. Also das ist richtig, der linear in Anzahl der Qubits. Da hat er recht. Aber die müssen wobei, ja doch alle miteinander interagieren. Du hast ja einen vollständigen Graphen, wenn du die Interaktion quasi betrachtest. Das ist schon exponentiell. Ja, muss der quadratisch machen und nicht exponentiell. Punkt. Das ist ein quadratisches Wachstum, hat er recht. Ja.
Und da hat er recht. Das ist eine Frage von Switching und bla. Also. Ja, also ich habe ein Paper gelesen, das behauptet hat, dass sie skalierbar wären. Mhm. Das war besagter der universelle Quantencomputer. Und da ist die Idee, dass du Ionenfallen nimmst und die kannst du wirklich nebeneinander schalten. Ja, genau. Und da, wie sie es gebaut haben, lässt sich ja wohl beliebig erweitern. Das ist nur eine Frage dessen, wie viel Geld man dafür auf den Kopf stellt. Ja. Mit anderen Worten, die NSA hat schon einen. Ja, aber selbst die hat vielleicht 20 Qubits, wenn sie es uns nicht sagen. Also die haben auch nicht viel. Das andere hatten wir eben auch, diese Struktur des Internets ist ein Problem. Was wir auch haben, ich habe jetzt auf die Algorithmen gar nicht eingegangen, aber auch die Algorithmen, wenn man sich da ein bisschen reinliest, es gibt so diesen tollen Algorithmus von Shor zur Faktorisierung von Zahlen, dann gibt es noch so den tollen Algorithmus von Grover, der Funktionen durchsucht nach dem einzig richtigen Input. Dann gibt es noch so ein paar weitere, die nicht mehr ganz so bekannt sind und dann hört es plötzlich auf. Und das liegt mitunter daran, und das ist auch, glaube ich, was ich hier ganz gerne ansprechen möchte, die Quanteninformatik ist ein unglaublich junges Gebiet. Es gibt seit 30 Jahren, da hat irgendwann mal Feynman Anfang 80ern sein erstes Paper rausgehauen, auf dem er gesagt hat, Quantenphysik ist ja voll geil für Informatik. Und nicht David Deutsch? Was? Feynman war das, glaube ich, nicht. Doch, Feynman und Deutsch war der Algorithmus. Nee, das waren Feynman und Bartoli waren das. Okay. Auf jeden Fall ist unabhängig davon, wer das war, es gibt relativ wenig Informatiker, die sich an diesen Quantenkram rantrauen, weil es halt einfach unglaublich komplex ist und die ganzen Algorithmen funktionieren alle anders und das erstmal zu verstehen und abgesehen von diesen wenigen Algorithmen, die es wirklich rausgehauen haben, kam eine ganze Weile schon nichts mehr. Also schon der letzte große Durchbruch an Algorithmik in der Quantenalgorithmik ist lange her und ich glaube, da kann man noch viel erforschen und viel mehr rausholen eigentlich. Und da braucht man eine Algorithmiker aus der Informatik, die da vielleicht mehr raushauen können. Ich wäre mit meinem Vortrag eigentlich am Ende. Ich habe jetzt zwar jetzt theoretisch noch so Folien, die ich rausgenommen hatte, bei denen ich einen Quantenalgorithmus anschaue. Ich weiß nicht, was die Zeit sagt, was eure Motivation an Theorie angeht, weil das wird noch wesentlich mathematischer als bisher. Ja, nicht so, ne? Überblick ist okay. Ja. Aber wenn ihr trotzdem mal Interesse habt oder so, also ich würde die Folien auch trotzdem drin lassen für den Algorithmus, wenn ihr euch den mal durchlesen wollt. Oder auch sonst, ja, kommt auf mich zu, fragt mich, ich kann euch diverse Quellen empfehlen. Vincent hat da auch mal ein bisschen was zu gelesen, gibt einen coolen Blog dazu, der das sehr anschaulich erklärt. Weil Gründe. Weil ich die Kugel besser finde und ich will nicht zu viele Modelle auf einen Schlag an die Hand geben. Ist okay, aber damit kannst du halt keinen Algorithmus verfolgen. Ja, wir haben auch keinen Algorithmus genommen. Ja, ja. Weil PDFs keine GIF darstellen. Das, genau, und in LaTeX. Mal in LaTeX eine GIF ein. Das war auch der Moment, wo ich mir dachte, okay, da will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Nun, es gibt. Adobe Reader rendern JavaScript-Animationen, das geht schon. Okay, also ja, über das Gehen will ich gar nicht diskutieren. Egal, wenden wir den Vortrag, wenden wir die Aufnahme. Darf ich noch eine Frage stellen? Wie zweimal stand in meinem Raum 5 Kugeln oder 20 Kugeln oder wie viel auch immer. Heißt das jetzt, dass ich einen Algorithmus, sowas wie Primfaktorzerlegung bis 5 Bit in linearer Laufzeit machen kann? Ja, genau. Ja. Okay. Gut. Also wenn ich, genau. Momentan, natürlich. Ja. Also wenn wir jetzt annehmen, dass die NSA vielleicht ihren 20-Qubit-Quantencomputer hat, dann kann die bis 20 Bits linear schnell faktorisieren. Was halt irgendwie für 1024 RSA oder so immer noch nichts bringt. Natürlich. Oder 512. Ja. Also ist man noch auf der sicheren Seite. Noch sind wir auf der sicheren Seite. Nehmen wir einfach RSA und gut ist. Ja, also es gibt auch, das wäre vielleicht auch interessant mal zu erwähnen, es gibt auch inzwischen kryptografische Ansätze, die eben auf nicht solchen Primfaktorzerlegungen und anderen Verfahren, die so bisher sonst gängig sind, basieren. Die sind noch alle so sehr in der ersten Ausarbeitung, aber man versucht Kryptografie-Methoden zu finden, die sich nicht einfach so knacken lassen auf mathematischen Annehmen. Also genauer gesagt, es gab da schon erste Proof of Concept, wo man eine 1 Kilometer Glasfaserleitung eine quantenkryptografisch sichere Nachricht übertragen wurde. Naja. Bevor wir zu weit ausufern, beenden wir das, glaube ich, mal an der Stelle, weil Vincent möchte auch was sonst noch erzählen, oder?